Wir sind hier nicht willkommen. Wir sind hier Fremde in Nea Shearim, dem ultraorthodoxen jüdischen Stadtviertel in Jerusalem. Wir zeigen euch eine Welt, die verschlossen ist und radikal. Seit Jahren recherchieren wir in der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Uns ist aufgefallen, immer mehr junge Menschen wollen raus aus dieser Welt. I feel sorry for this Esti. I feel that I want to give her a hug. Es gibt aber auch Aussteiger, die eine Sehnsucht verspüren, das alte Leben nicht zu verlieren. Ani nimtza beshalav shebo chazarti la'amin. Ve'ech ze nira'a? Die Hardliner in der Gemeinschaft akzeptieren das nicht. Für sie gibt es kein Wandeln zwischen den Welten. Wir fragen uns, wie schwer ist der Ausstieg aus der Community? Und wie finden sich die Aussteiger in dem Leben in Freiheit zurecht? Aufgeregt ein bisschen, also nicht so und nicht so fröhlich wie gestern am Telefon. Esti ist 23 Jahre alt und Alkoholikerin, seitdem sie 14 ist. Wir holen sie aus der Entzugsklinik ab, wo sie schon mehrmals war. Sie hat 2 Selbstmordversuche hinter sich, beide Male hat sie nur knapp überlebt. Wir kennen genug Menschen aus der Gemeinschaft, die sich das Leben genommen haben. Allein in den letzten 3 Monaten waren es 3 junge Frauen. I'm so happy to see you. I'm good. I'm clean today. 10 days clean? 10 days, yeah. Für sie war es das 3. Mal in der Entzugsklinik. After a week I fell. And I felt I crashed. I crashed because all that happened to me, new apartment, new drug, that I can't see my son, the corona, I started a job, I left my job. I crashed. I couldn't handle. And I didn't really finish my therapy. I didn't finish. I left it. So, what does it mean you crashed? I crashed, I fell back to drugs, I fell back to the alcohol. Esti stammt aus einer ultraorthodoxen Familie, war verheiratet und hat einen 4-jährigen Sohn. Von ihrem Mann lebt sie inzwischen getrennt, sie hat sich von ihrem religiösen Umfeld komplett losgesagt. Daraufhin haben ihre Eltern sie verstoßen, nun lebt sie alleine. What is the smell? Esti ist zum ersten Mal nach ihrem Aufenthalt in der Entzugsklinik wieder in ihrer Wohnung und entrümpelt erstmal. Okay, first of all, this the vodka. I throw away, take your gift. Enjoy. I need to clean my house from all this stuff. I hope there is no surprise in this fridge. Oh, there is another one. This is full. Okay. I'll give it to him too. Moshe. Wir kennen Esti schon seit 3 Monaten. Gleich bei unserem ersten Gespräch hat sie uns erzählt, dass sie vergewaltigt wurde. Ihr Vergewaltiger war ein Freund der Familie, erzählt sie. Auch er Teil der religiösen Gemeinschaft. Bis heute ist sie schwer traumatisiert. Auch der sexuelle Missbrauch ist etwas, was uns immer wieder in Gesprächen mit Aussteigern begegnet. This is all this. No ones. Because every time when I'm acting in the way that I know it's not good, and it's a self-destruction, I feel like I need to punish myself. And I punish my body. Or if I have emotional pain, I need a physical pain to help me deal with emotional pain. And a lot of the people that we talked to in the last months while spending the time here told us about sexual misbehavior, about sexual abuse in the communities. A lot. Why? A lot. And what makes me so angry that when stories do come out, they're shutting it up. They don't let you to go to the police. They tell you to go to the rabbi and the rabbi will deal with it. And you can rule the person's family and his wife will leave him and his kids will suffer. They're shutting it up. That would make me angry. Because abuse, sexual abuse, it happens everywhere. But the thing that makes me so angry at them, what makes them so special, stupid, that they're shutting it up, you're not allowed to talk.
Um einen besseren Einblick zu bekommen in die Welt, von der Esti redet, gehen wir nach Mea Sharim, in das ultraorthodoxe Viertel von Jerusalem. Die meisten Familien hier stammen aus Europa und sind nach dem Holocaust hierher gezogen. Damals noch eine kleine Gruppe, machen sie inzwischen 30% der Bevölkerung in Jerusalem aus. Sie schotten sich ab, leben nach ihren eigenen, sehr strengen Regeln. Das hat auch mit den traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zu tun. Also wie man sieht, dafür ist das Schild, was quasi den Eingang zu Mea Sharim markiert. Mea Sharim ist die ultraorthodoxe Nachbarschaft, die wir jetzt besuchen werden. Und da muss man als Frau vor allem sehr züchtig gekleidet sein. Wir haben uns besonders angezogen. Man sieht, wir sind von Kopf bis Fuß. Okay, die Farbe ist jetzt gar nicht so relevant, aber dunkel zumindest gekleidet. Keine schreienden, farbigen Kleider und vor allen Dingen züchtig. Nur Vanessas Ausschnitt ist noch ein bisschen kritisch, aber wir hoffen mal, dass uns da jetzt keiner deswegen Stress macht. Genau. Nachi Weiss ist wie Esti ein Aussteiger. Er ist 30 Jahre alt, vor 8 Jahren hat er sich gegen das traditionelle Leben in Mea Sharim entschieden. Aber er ist noch immer eng verbunden mit dem Viertel und der Religion. When you come to Mea Sharim, does it feel like coming home? When I put a kippa first. I miss. I feel like I want to go back. Really? Yes. What do you miss about it? The pure. What? The purity that you dedicate your life to God? Yes, yes. And you move to here, to that street. כשהייתי בן 6 עברנו לכאן, לקומה הרביעית. כאן בעצם גדלתי את כל שנות הילדות שלי. ברחוב הזה בעצם כל החיים שלי קרו, כי לא יצאנו מהשכונה ולא טיילנו בחוץ, ואם יצאנו מהשכונה אז נסענו לקברי צדיקים או כאלה. Nachi zeigt uns die Straße, die sein Lebensradius war. Hier kommen kaum Fremde rein. Die Nachbarschaft ist misstrauisch und will genau wissen, wer hier unterwegs ist. איך יש נחי וייס? נחי וייס, ימני. עושי דו אפס הבעיה, נה? מה אתם מחפשים? הפור מינות, איך הוא דו בכגיבס? ולדרצן הפור. בגבלץ'? ביסל. קיצר, פינה, צן מינות ונסגן הרויס, בסדר? Gesprochen wird hier Jiddisch, die Sprache, die traditionelle jüdische Gemeinschaften in Europa früher gesprochen haben. So ähnlich wie dieser Mann würde auch Nachi aussehen, wäre er hier geblieben. Aber warum lebt er nicht mehr hier? Weil es hier nicht möglich ist, in Ruhe zu sprechen, gehen wir mit ihm in unsere Wohnung, die an der Grenze zu Mea Sharim liegt. Auch dabei ein Übersetzer, weil Nachi lieber auf Hebräisch mit uns spricht. Airbnb? Yes. Great. You come from an ultra-orthodox family, but you don't look ultra-orthodox now. Can you tell me what, how your life changed? היו מכות. הייתה כפייה. הייתה הפחדה. והדברים האלה בסופו של דבר משפיעים. רציתי להגיע לאלוהים של אהבה, אתה מבין? לאלוהים שבו אתה מכיר בו ואתה יודע אותו, ואתה מבין שהוא מבין את המורכבות שלך, והוא מבין את נפשך, וגם אם נפלת, הכל בסדר. We've spoken to a lot of people who've really struggled, you know, with their families, with their friends, with their past, who don't speak to their families, and I'm wondering what was it like for you? אוקיי, אני אגיד לך ככה, תראה. אתה יודע, רוב הסיפור הקלאסי הוא שהמשפחה מנתקת קשר ואתה מוצא את עצמך עם התיק בחוץ ומתחיל לחפש את עצמך. אני אולי בר מזל שלא חוויתי את זה, כי תמיד קיבלו אותי. Yes, yes, first time. Nachi führt uns tiefer ein in die ultra-religiöse Welt, aus der auch Esti kommt. Joilisch! Er bringt uns zu Joilisch Kraus, der in Mea Sharim eine der bekanntesten Persönlichkeiten ist. Und einer der wenigen, der Journalisten Einblick in sein Leben gewährt. Wir waren beide schon vor mehreren Jahren hier. Unser Eindruck, es hat sich nicht viel verändert. I see a lot of children here. How many children do you have? הרבה ילדים אני רואה פה. כמה ילדים יש לך? אני בינתיים יש לי 18. מקווה שיהיו עוד. So far 18, he's hoping for more. 18? I feel like the last time I was here was 16 children. Yeah, no, I've been 4 years past the 16.
18 Kinder von einer Frau. Die ganze Familie lebt hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Schlafen, essen, spielen, leben auf minimalem Raum. Der ständige Lärm und niemals Privatsphäre für uns unvorstellbar. Auch sonst wäre das Leben hier eher nichts für uns. Die Frauen kümmern sich alleine um den Haushalt und die Kindererziehung. Die Männer widmen ihr Leben dem Studium der Religion. Jeder Aspekt des Alltags ist klar geregelt. Abweichungen sind nicht vorgesehen und nicht vorstellbar. We want to talk about what the life is like in ultra-orthodox communities and show what people think about it to live the life and also talk to people who have started to live a different kind of life. Was ihr nicht seht, Joelus schaut uns, wenn dann, nur verstohlen an. Seine Interpretation der Religion verlangt es, dass er keine andere Frau anschaut. Zu groß wäre die Versuchung. We're wondering what you think about that and what you would think if one of your 18 children was to leave the ultra-orthodox life. Joelus ist politischer Aktivist. Sein Gegner, der israelische Staat. Er ist so religiös, dass er glaubt, den jüdischen Staat dürfe nur der von Gott gesandte Messias errichten. Viele hier denken so. An der Wand in seinem Wohnzimmer hängen zahlreiche Plakate mit Aufrufen und Witzen. Aktuell fast alle zu Corona. Corona hat die ultraorthodoxen Viertel in Israel in die Schlagzeilen gebracht. Auf dem Höhepunkt der Krise lebten 70% der Corona-Infizierten in religiösen Nachbarschaften wie Mea Shearim. Warum? Weil hier eben ganz eigene Regeln gelten und sie die Vorgaben des Staates missachtet haben. Mundschutz beispielsweise wurde erst getragen, nachdem die Polizei hohe Strafen verhängt hat. Wie hart die Polizei durchgreifen musste, haben wir vor ein paar Wochen erlebt. Seine Reaktion darauf, dass wir gerne eine Polizeieinheit nach Mea Shearim begleiten wollen, war: Are you crazy? Seid ihr verrückt? Weil die Situation in Mea Shearim anscheinend nicht so wirklich entspannt ist aktuell. Und hast du Respekt vor der Nacht? Mega. Also wir waren so oft in Mea Shearim und es ist immer nicht einfach, hier zu drehen als Frau mit Kameras. Aber jetzt gerade mit Corona ist es, angespuckt werden möchte ich jetzt halt nicht so gerne. Das ist uns bei anderen Drehs schon häufiger passiert. Wir wurden sogar schon mit Müll beworfen und von einem Mob aus dem Viertel gejagt. Ein Ultraorthodoxer, der positiv auf Corona getestet wurde, ist aus seinem eigentlichen Heimatort im Norden Israels verschwunden. Die Polizei hat sein Telefon getrackt und in den Mea Shearim aufgespürt. Die Stimmung ist aggressiv und angespannt. Also man hört schon die ersten Nazi-Rufe hier in Mea Shearim. Und es sammeln sich auf jeden Fall hinten immer mehr ultraorthodoxe Männer. Und mal schauen, wie die Situation hier weitergeht. Es dauert etwa eine halbe Stunde. Dann wird der Patient, in Shorts bekleidet, mit ein paar Tüten in der Hand, aus dem Haus geführt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Anwohner fühlen sich vom Staat bevormundet. Hier, der Mob läuft immer noch hinter uns her. Sie verfolgen diese ganze Gruppe aus Journalisten und Polizeikräften. Der Patient ist schon mit dem Auto wegtransportiert worden. Und wir machen jetzt auch, dass wir hier wegkommen. Schwer vorstellbar, dass Esti einmal eine von ihnen war. Doch alte Fotoalben zeigen es. Auch Esti wurde einmal in einer unglaublich pompösen Zeremonie verheiratet. Sie war 18 Jahre alt und hatte ihren Mann zum Zeitpunkt der Hochzeit erst dreimal gesehen. Auf uns wirkt das alles wie aus einer anderen Welt. Für ultraorthodoxe Familien ist das völlig normal. It looks like the absolute dream wedding, the perfect wedding. But you just said, you know, this is how it looks like, and behind the curtains it was different. Yeah. So what was it that was different?
And then I went to my parents and I told them that I don't want to get married. And they took me to a rabbi. I wanted to please them. I loved them. It was very hard for me to leave the house. So I had a lot of emotion. I was crying the whole days before. It looks like so much pressure. I mean, even if you're not, like, especially when you're not completely behind it. I was crying a lot. You're going to see here. I was crying a lot. You will see. Okay, now the fun part starts. I was drinking alcohol. I was drinking vodka. You will see me, I needed it, because... How are you feeling when you see that now? Actually, the tears in the eyes, I just holding them. I feel sorry for this Esti in the age. I feel rachamim, how I say rachamim, empathy. I feel that I want to give her a hug. Nach einem Jahr kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Esti war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Ein Jahr später checkte sie das erste Mal in eine Entzugsklinik ein und trennte sich von ihrem Mann. Before I went to rehab, I decided that this is my opportunity to live. How old were you? I was 20 when I came to the rehab first. 20. And the first time that you had doubts? 10. When you were 10? 10 years old. 10 wow. years old. So it took you Maybe 10 and a half, 10 and something. It took me 10 years, yeah. Esti kämpft mit ihrer Vergangenheit und den Konsequenzen. Nachi hingegen ist es gelungen, mit diesem Bruch seinen Frieden zu schließen. Er hat es geschafft, Aspekte beider Welten zu vereinen. אני נמצא בשלב שבו חזרתי להאמין, ואיך זה נראה? זה קודם כל דיאלוג, קודם כל קשר. I try to do it every day, to be connect with the history, with the tradition, with the nation. With the vision. Esti darf zum ersten Mal nach ihrem Entzug ihren Sohn wiedersehen. Den beiden bleibt eine Stunde unter strengsten Auflagen. Draußen nur im religiösen Umfeld. Normalerweise mit einer Aufsichtsperson. Heute macht ihr Ex-Mann eine Ausnahme. Die beiden verstehen sich wieder gut. Er möchte dennoch nicht gezeigt werden. Seitdem sie die Gemeinschaft verlassen hat, ist sie auf die Güte ihres Ex-Mannes angewiesen, um den Sohn sehen zu dürfen. Das Sorgerecht fällt nämlich meistens an den religiösen Teil der Familie. It's so cute. I'm in love. למה מטאור רוצה להרוס את הירח? שלא יהיה לילה לאנשים. אמא! Bye, Bon Bon. Toda, Shimi. I feel guilty, I don't know. When I was little, so the first My first years, I was raised by my grandmother. And I didn't want my child to have been through what I had been through. And I'm actually doing to him the same thing, and it's my fault. So I'm blaming myself. I hate myself for it. Am nächsten Tag wird Esti wieder in eine geschlossene Entzugsklinik fahren. Es wird ihr vierter Anlauf sein. Und es zeigt, wie schwer es für sie noch immer ist, sich völlig alleine in der Freiheit zurechtzufinden und an ihr nicht zu zerbrechen.
Vielen Dank fürs Anschauen. Wir hoffen wirklich, dass euch der Film gefallen hat. Uns würde total interessieren, ob ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht habt in eurem Leben. Habt ihr vielleicht auch mal komplett von vorne angefangen? Wir gehen nächste Woche im Q&A auf eure Kommentare ein und auf eure Fragen. Also schreibt uns. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, wir empfehlen euch den Film Jung Jüdisch Orthodox, Leben nach strengen Regeln.